Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Hollywood Uncut von Bones MC in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bones MC mit Hollywood Uncut. Das Ganze am 30. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, das Album an sich habe ich euch ja bereits vorgestellt, Hollywood Uncut. Und ein paar Wochen später, am 27. November, war es dann soweit, das Album ist auch auf Vinyl erschienen. Die haben wir hier, werden wir mal aus der Folie holen. Und dann schauen wir uns das Ganze an. So, einmal aufschneiden. Und dann kann es auch schon losgehen. Also, das Cover ist ident natürlich mit der CD-Variante. Wir haben hier Bones auf seinem rot-goldenen Thron sitzen, linke Hand das Zepter und rundherum gibt es jede Menge zu sehen. Also wir haben hier von Kampfhund bis Zombie-Horde, Grabsteine, Medikamente, Betäubungsmittel. Hier unten rechts noch eine Filmklappe, Zombie Life Bones 187. Und was besonders spannend ist, hier links wieder den Grabstein von Raphael Ragucci, aka Raf Camora. Ja, auf der Seite sieht das Ganze so aus. Eins auf dem Straßenbande, Hollywood, Uncut und Bones lesen wir hier. Und auf der Rückseite natürlich einmal die Tracklist. Wir haben hier 13 Tracks an der Zahl, 6 Features und zwar von Alex, Big Toe, Maxwell, Jesus, Jalil und nochmals Alex. Dann hier die Informationen, die Credits, Beteiligte, Barcode. Jawohl. Gut, von innen sieht das Ganze dann nicht mehr ganz so düster aus. Sieht hier so nach ein bisschen Sommer- und Strandcollage aus. Bones auf dem Surfbrett. Maxwell, Jesus und Alex sind auch mit dabei. Dann haben wir hier nochmal die einzelnen Tracks mit den Infos, wer daran beteiligt war. So sieht das aus. Und hier dann noch ein bisschen Artwork, also verschiedene Covers. Und hier eben nochmal die Credits. Gut, dann schauen wir uns mal die Vinyls an. Nummer 1. Und Nummer 2. So, was wir auf jeden Fall schon mal sehen können. Man hat die Vinyls, die Hüllen der Vinyls hier separat eingefärbt. Wir starten mal mit dieser hier. Die kommt hier in Rot mit weiß-schwarzem Schriftzug. Unten rechts auch nochmal mit schwarzem Schriftzug versehen. Und auf der Rückseite haben wir auch wieder so eine Collage aus diversen Cover-Artworks. Also unter anderem Tilly Dean Weg, Big Body Benz oder auch Roadrunner. Dann noch das Hollywood-Cover. Ja, also sehr abwechslungsreich gestaltet hier. Die Vinyl an sich kommt dann klassisch in Schwarz. Das ist die A-Seite mit den ersten Tracks. Und auf der Rückseite dann die B-Seite. Spannenderweise hat man die gesamte Tracklist dieser Vinyl hier auf die A-Seite gemacht. Also wir haben hier sowohl die A-Tracks, nämlich in diesem Fall 4 Stück, und auch die 3 Tracks der B-Seite hier mit angeführt. Und dann schauen wir uns auch gleich noch die zweite Vinyl an. Die kommt hier in Schwarz mit weiß-rotem Aufdruck. Hier rechts unten nochmal weiß. Und die Rückseite ein großes Cover von Angeklagt. So, dann schauen wir auch mal hier die Vinyl an. Die ist wie zu erwarten natürlich auch in Schwarz. Das ist in diesem Fall die C-Seite. Auch hier wieder C- und D-Seite vermerkt in der Mitte. Und dann die D-Seite sieht so aus. Jawohl. Das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal, zweimal, also das Album hier Hollywood Uncut auf Doppelvinyl. Album, CD oder Downloadcode liegt hier nicht dabei. Also das Album hier auf diesen beiden Vinyls. 13 Tracks mit insgesamt 6 Features. Das alles
in dieser wunderbaren Vinyl Edition Hollywood Uncut von Bones MC. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bones MC unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.